Hallo, hallo, ihr Hübschen und willkommen zum Wochenorakel. Geht um die Woche vom 21. bis zum 27.8. Also ich würde das Ding hier mal Marswoche nennen, weil irgendwie ist hier bei Mars verdammt viel los, ja. Es ist so, als wenn Mars hier so einen Restkick braucht, bevor er dann Ende der Woche hier ins Gleichgewicht kommt, ja, in die Waage kommt, ne, so ein Blick für Gerechtigkeit, Geben und Nehmen, Ursache und Wirkung etc. pp. Bekommt. Ja, da legen wir dann aber nochmal ein extra Orakel drauf, ne, das drehe ich euch hier nach. Und ansonsten geht Merkur noch in die Rückläufigkeit. Da sind wir, das merken wir schon, ne? Das ist, wisst ihr, der macht keine Vollbremsung, ne? Wir sind schon in der Phase der Rückläufigkeit drin. Und wir haben hier einen Portaltag, ja, ein Licht- und Schattenportaltag. Wir dürfen wieder wählen, ne? Halbmond ist immer, beides ist vorhanden, ist sowieso, ja, aber in einer starken Präsenz, dann halt auch mit einem Portaltag und dann auch noch auf der 24, ja, das heißt im Herzen, ne, was möchten wir? Was möchten wir gerade für uns erleben? Und das zeigen dann halt auch eben wieder die Mondenergien an, ne? Der eine braucht hier eben nochmal einen Umweg ins Glück, ne? Der baut halt nochmal Karma auf, ihr wisst, bekleidet eine Opferretter-Täter-Rolle und der nächste erkennt hier eben einfach Water Spirit, ne, haben wir hier auch die Atlantis-Heilkarten diese Woche mit dabei, ne, hat den Aufstieg in die fünfte Dimension, sprich steigt aus dieser Matrix, ne, des Opferretter-Täter-Dings aus, ja, und erkennt hier ganz genau durch die, durch den Kuss, oh, sehr süß, erkennt hier ganz genau, was eben das Glück blockiert. Oder anders gesagt, wenn wir jetzt wieder in die Wochenenergien schauen, ne, der eine nimmt hier den rückläufigen Merkur mit, ne, ich habe es irgendwie noch nicht ganz gerafft, bitte noch mal einen Druff. Und der nächste sagt halt, nee, komm, ne? Meistens brauchen wir ihr dreimal, wisst ihr, ne? Die Dreifaltigkeit, die da in uns wohnt. Dreifaltigkeit, ne? Wir bekleiden jede Rolle in einer Konstellation einmal, ja, und dann hat man es aber und weiß ganz genau, ne? Nee. Ja, da liegt hier meine Matrix, aus der steige ich jetzt aus. Punkt. Ja. Halbmond, ne, Schatten und Licht, gucken wir dann aber eben nochmal extra und jeder, wenn er soweit ist. Ne? So, jetzt versuche ich das mal ein bisschen auf die Elemente runterzubrechen. Halten wir uns wieder an die Reihenfolge der Mondtage. Das heißt, wir machen Luft, Wasser, Feuer, Erde. Drei Kartendecks, ne, wir mischen mit dem Energien, ne, also mit dem Tarot nochmal mit drauf. Die anderen beiden habe ich schon vorgemischt, damit es nicht so lange dauert, ihr Hübschen. Und da schauen wir jetzt als erstes mal auf die Luftzeichen. Was haben wir hier? Da haben wir schon die 7. Ja, aber schaut, ne, es kommt in eure Richtung. Muss euch hier jemand was sagen? Verspürt einen enormen Druck, euch etwas mitzuteilen. Ja, ja. Hat ein wenig gedauert, ein paar Runden gedauert, bis hier jemand Klarheit für sich bekommen hat. Und jetzt ist diese innere Klarheit da. Und dieserjenige, welche braucht keine, ne, weil die Tage hier im Skorpionmond, ne, haben wir Dienstag und Mittwoch, ja, dieserjenige, welche braucht keine Wiederholung mehr, der hat etwas für sich verstanden, ja, und verspürt so diesen energetischen Druck, ne, das zu klären, bevor sich hier eine Wiederholungsrunde, bevor sich hier der rückläufige Merkur ankündigt, da haben die Vorwehen, ne, schon gereicht, ja. Oh. Schaut mal.
Schaut euch das an. Das ist aber schön. Das ist sehr, sehr schön. Ja, euch steht hier eine Vereinigung bevor. Eine Vereinigung mit jemandem, der Klarheit für sich gewonnen hat. Und ja, euch diese Klarheit mitteilen muss. Dieserjenige welche macht das nicht für sich aus, ja. Da, ne, schaut mal, ist ja auch türkis, ne? Hier Halschakra, die Heilung, ne? Wenn es im Halschakra fließt, ja, wenn man die Gespräche, entsprechenden Gespräche führt. Und das haben wir hier auch. Jemand steht hier in seiner Klarheit und muss es euch mitteilen. Ja. Schaut mal. Schaut mal, ne? Dumbi, 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 dumm. Ihr habt euch hier... Ihr habt das gar nicht mitgekriegt, ja? Ihr wurdet hier schon die ganze Zeit beobachtet oder werdet die ganze Zeit beobachtet und ihr registriert das gar nicht. Ja, ihr registriert das gar nicht so wirklich. Ne? Und dieserjenige welche... Er muss, muss jetzt aufhören, ne, euch hier nur zu beobachten. Dieserjenige welche muss jetzt für klare Verhältnisse sorgen, ja? Und sucht hier das Gespräch. Aber... Die Sieben der Schwerter steht ja immer so ein bisschen fürs Davonstehlen, ne? Aus einer Situation davonstehlen. Das heißt, ihr habt das bislang vielleicht schon wahrgenommen, seid halt eben nur nicht drauf eingestiegen, ja. So nach dem Motto, ne, wenn der die das, was von mir möchte, in welcher Form auch immer, dann kann RGS auch den Mund aufmachen, ja. Und bis dahin tue ich so, als wenn nichts wäre. Ja. Und the moment is now, ne? Ihr steigt damit irgendwie so gleich in die Woche ein. Guckt, ne, hier haben wir auch den Doppler drin. Ne? 7 und 7. Also in den nächsten 7 Tagen. Und ich glaube, das kommt gleich Anfang der Woche. Hat hier jemand ein großes Mitteilungsbedürfnis? Hier haben wir auch das Gericht, ne, als Unterseite vom Kartendeck. Ist ja im Grunde genommen nichts anderes, ne, als hier die Waage, die Gerechtigkeit. Und hier muss jemand tatsächlich dafür sorgen. Ne? Also ihr habt vielleicht schon gespürt, ne? Dass hier etwas im Verborgenen gelaufen ist, was auch immer, ne? Nicht vergessen Halbmond, ja, es kann jetzt was Positives, was Negatives sein, Schatten und Licht, ne? Hier ist was im Verborgenen gelaufen, ja, was ihr vielleicht schon gespürt habt, ne? Wo ihr ein intuitives Gefühl zu hattet, ja, dass hier irgendwas, ne, 7 der Schwerter läuft, ja, dass hier irgendwas nicht ganz der Wahrheit entspricht. Und jetzt drückt hier aber das Gericht. Ja, und das Gericht drückt da rein, dass hier jemand aufräumen muss. Ja. Mit der Situation. Ne? Eine Wahrheit, einen klaren Raum schaffen muss. Im Miteinander. Ne? Naja, wie ihr das dann findet, ne? Das dürft ihr natürlich selber entscheiden, ganz klare Sache. Aber hier im vom Schatten ins Licht, ne? Hier weiter im Verborgenen damit zu bleiben, das hält jemand nicht aus.
Es muss raus. Säuberung. Ja, wie wir es in den letzten Orakeln hatten, ne? Die Wurzelchakra-Reinigung. Hier muss jemand Wurzelchakra reinigen, ja, also ganz irdisch eine Situation bereinigen. Und vorher lässt das diese Person nicht los. Irgendwas ist hier schief gelaufen und das will jetzt in Ordnung gebracht werden, ja. Da möchte man hier keine weitere Runde drin drehen. Ja, das ist super, ne? Der Schuh der Gerechtigkeit drückt. Was haben wir denn bei den lieben Wasserzeichen? Die Wasserzeichen. Werteorientierung. Ihr habt bestimmte Werte. Ja, auch der Schuh der Gerechtigkeit, ne? Ihr habt bestimmte Werte für euch. Auch Halbmond, ne? Schatten und Licht, ja, ihr habt hier, ne? Der Schuh der Gerechtigkeit. Ja, vielleicht pendelt ihr euch auch diese Woche ein, rückläufiger Merkur, ja, in bestimmten Bereichen habe ich genug Erfahrung gemacht, da brauche ich keine Wiederholung mehr, ne? Andere wiederum probiere ich nochmal für mich aus. Völlig in Ordnung, ne? Und die definiert ihr diese Woche für euch, ja? Also ihr habt da so ein bisschen ja, hier springt ein Funke über, guckt mal. Hier springt ein Funke über, ja, ihr könnt euch für etwas oder jemanden begeistern, der und dann hadert ihr mit euch. Ihr hadert mit euch. Eigentlich passt dieser Mensch, diese Situation nicht in euer Beuteschema, Wertesystem, ja, etc. pp. Ja. Aber trotz alledem, ich spüre hier so ein bisschen Weigerung, innere Weigerung, ich weigere mich. Das ist ja süß. Ne? Hier ist ein Funke übergesprungen. Ja, der erweckt euer Feuer, ne? Hier, euer Feuer der Leidenschaft, ja. Und jetzt hadert ihr aber, ob ihr, weil dieser Funke nicht in euer eigentliches Bild passt. Ihr öffnet euren Geist, ja. Das ist das, was göttliche Liebe erschafft, ja. Göttliche Liebe ist jenseits von dieser Welt, die kann man sich nicht erklären. Ja, da ist dann jemand, was weiß ich, passt eigentlich überhaupt gar nicht in euer System, nenne ich es mal. Ja, das heißt, der ist, keine Ahnung, viel zu dick, viel zu dünn, viel zu groß, viel zu klein, viel zu blond, viel zu schwarzhaarig, viel zu alt, viel zu jung. Keine Ahnung. Passt halt eigentlich nicht in euer Schema, nicht in euer System. Aber da ist jetzt dieser, trotz alledem, dieser Scheißfunke. Das ist so geil. Ja, der euch nicht loslässt, ne? Obwohl es nicht in euer, in eure übliche Ausrichtung passt. Ja, nein. Das ist hier Loriot, ne? Nein, doch. Nein, doch. Ja, was? Wo ist denn hier dieser Funke übergesprungen, ne? Hier in das Feuer der Leidenschaft, ja? Das Feuer der Leidenschaft macht einfach was mit euch hier, ja? Es macht was mit euch. Ne? Hier ist der Funke in der Sexualität einfach übergesprungen. Ne? Und ihr so, boah, nein, doch.
Es passt nicht, ich passt nicht, ich will nicht, ich will nicht. Ja, das ist dumm, weil das wird euch nicht loslassen. Ja, da könnt ihr euch so ein bisschen mit Händen und Füßen gegen wehren. Es soll einfach so sein, ja. Und das lässt euch halt nicht los, ja. Das lässt eure, es gibt euch einfach, das lässt, fängt, lässt Dinge bei euch in eurem Sein wieder fließen, ja. Und das ist eigentlich, das ist, gibt euch eine Ausrichtung, ne, eine neue Ausrichtung. Und aber ihr wehrt euch da. Ihr wehrt euch. Oh nein, ja, hier genau, schaut mal. Das ist volle Lotze. Ihr seid die Energiearbeit Tor 88, ihr Hübschen. Die ist, ich mache erst, wenn wir hier mit dem Portaltag am 24. mache ich erst die neue Energiearbeit, ja. Ihr könnt euch die Energiearbeit fürs Tor 88 noch holen, ne, als Kanalmitglied habt ihr sie ja, ne. Der rückläufige Merkur ist übrigens auch schon in der Infobox, ne. Und weil das ist hier, ne, wir haben in der Energiearbeit, ne, für das Tor 88 haben wir die irdisch gelebte Liebe, ne? Und diese Liebe zu erden, eine bestimmte Liebe zu erden. So. Feuer und Wasser, ne? Dualität. Da. Das ist hier euer Auftrag, ne? Und lässt euch nicht los. Den anderen aber übrigens auch nicht, ja? Falls euch das tröstet. Und das gibt euch eine irdische Neuausrichtung. Das bricht Dinge in euch auf, ne? Holt Dinge in euch hervor, ne? Dafür ist die göttliche Liebe gemacht, die Zugkraft, ne? Zugkraft in bestimmte Bereiche, ne? Um bestimmte Dinge in euch zu öffnen, die im Verborgenen lagen, ne? Hierzu bestimmte, ja, Dinge zu heilen, ne? Oh. Ich würde hier fast sagen, wären es sinnlos, ja, wehrt euch nicht. Es hat sowieso keinen Zweck, ja. Das kostet nur viel Kraft und Energie. Lasst es einfach hier, Water Spirit, ne? Lasst es einfach fließen, ne? Aber ihr seid so, nein doch! Oh! Sehr, sehr süß. Ja. Oh nein. Hier springt der Funke der Leidenschaft über. Für eine Liebe, die sich erden will, aber die eben nicht ganz euren üblichen Wertesystem, Anschauungssystem, ne? Weil, wie gesagt, es ist immer ein Aufbruch, ne? Aus bestimmten Blockaden. Ja. Und das passt da nicht so ganz rein. Und ihr wehrt euch einfach noch. Aber es ist sinnlos. Es ist sinnlos. Ja. Das ist, ja. Magisch. It's magic. It's magic is dual. Oh mein Gott. Aber ihr seid Königin der Schwerter, ja, total verkopft. Ist aber nicht schlimm. Ja. Weil
Hatten wir ja auch im Monatsorakel für die Wasserzeichen im August, ne? Dass ihr ins Luftelement gehoben werdet, ja, mit Absicht, weil dass dieserjenige, welche denkt, fühlt, ja, weil ihr im Kopf seid, ne? Ihr seid also nicht im Herz, ne? Das heißt, dieserjenige, welche denkt, dass ihr losgelassen habt. Aber wir hatten im Monatsorakel für die Wasserzeichen das göttliche Geschenk, ne? Dass die Herzebene, ich sag mal jetzt krass gesagt, ne? Eingefroren wird, die emotionale Ebene, damit die in den Kopf geht, ne? Und dadurch, dass die Herzebene, ne, die energetische Ebene eingefroren ist und ihr im Kopf seid, denkt hier das Dualchen, ja, das wäre hier beendet. Und das führt zu einer Obsession. Ja, die zu der Entscheidung führt, nee, die zu Entscheidungen führen, die man aus der emotionalen Ebene heraus trifft. Geht, warum? Weil ihr in der anderen Ebene seid, ne? Creepy. Verrückt, verrückt. Ja, soll so sein. Ist so, soll so sein. Hier muss jemand von dem rein obsessiven sexuellen Gedanken weg. Hier soll sich jemand auf der Gefühlsebene verbinden. Ja, die Entscheidung, ne, Entscheidungen aus der emotionalen Ebene heraus treffen und nicht aus dem Sakralchakra heraus, ne? Hier bindet sich jemand entweder emotional oder er sie es lässt es. Ja. Und deshalb werdet ihr hier, ne? Wurdet ihr hier, so wie wir es im Monatsorakel schon hatten, ne? Wie von Zauberhand in, ne, in dieser Verbindung auf die Kopfebene geführt, ja, um einfach nicht benutzt zu werden, ne? Auf die haben wir hier noch auf die obsessive tierische Ebene, ne? Also, was soll ich euch dazu sagen? Dieserjenige zwitscht ganz irdisch auf die emotionale Ebene. Das heißt, bei euch bleibt im Kopf. Ja. Erdet euch, arbeitet mit Tatsachen und Fakten, bleibt im Kopf, der, die das andere, darf sich seinen Gefühlen stellen. Ja. Ja. Das ist echt ein bisschen krasse Ansage, weil mir wird hier ganz klar gesagt, wenn nicht, kommt der Nächste.
Das ist schon eine krasse Ansage, ne? Ist aber auch die Unterseite vom Kartendeck. Und passt einfach auch in dieses Jahr, ne? Und dass ihr in der Kopfebene seid, ne? Schützt euch einfach vor den rückläufigen Merkur, ne? Von einer Wiederholungsrunde, wo derjenige, welche in diesen, ja, ich benutze dich für meine Zwecke, ne? Weil ich es kann, bleibt. Ihr guckt hin, ne? Ihr habt quasi, wartet, muss ich euch nochmal kurz auf Pause drücken. Da. Ihr habt da, ne? Ihr steht unter Schutz, ne? Und seht genau hin, aus welcher Ebene dieserjenige welche auf euch zukommt, ne? Da. Wie geil, guckt mal, passt hier sogar genau drauf. So, das ist euers. Das ist euers. Das Schutzamulett habt ihr auch in der Infobox, ne? So, Feuerzeichen, was da los? Ja, Feuerzeichen, ihr seid rückläufiger Merkur. Ihr seid rückläufiger Merkur, ganz genau. Und worum geht es dabei? Um euren Selbstwert. Wie ist es um eure Wertigkeit bestellt, ihr Hübschen? Ja. Noch eine Runde in etwas, ne? Halbmond, Licht und Schatten, ne? In etwas, was bestimmt euren Wert. Ne? Bestimmt selber euren Wert. Was ist euch wichtig hier, ne? Da, wie bei dem Wasserzeichen, ja? Was ist euch wichtig? Warum ist es euch wichtig? Ja? Und handelt ihr selber danach? Ne? Gibt bestimmen Dingen in eurem Sein selber einen Wert? Schützt diesen Wert und ihr werdet nach diesem Wert behandelt, weil es dann nicht anders geht, ne? Weil allem, was dann halt eben nicht diesem Wert entspricht, ne, bekommt dann halt ein Nein. Und dementsprechend heilt ihr dann Mangel, ne? Und erstmal heilt ihr diesen Mangel von innen heraus. Und wenn ihr das getan habt, ne, dann, wie immer, kommt die Spiegelung im Außen dazu, ne? Weil es nicht anders geht. Ja. Aber diese Wertigkeit im Selbst, ne, im Sein zu vertreten, dafür wird es jetzt halt nochmal Zeit, ne? Hier kommt etwas wiederholt auf euch zu, was eure Wertigkeit antriggert. Und dann dürft ihr entscheiden, ja? Dürft ihr entscheiden, ob ihr diese Erlaubnis dazu gebt. Na, dann, oder ob ihr da konsequent im Nein seid, ne? Ja. Hier, hat jemand ein schlechtes Gewissen, ja, und macht hier ein Friedensangebot. Und ob dieses Friedensangebot euren Werten entspricht, ja, oder nur eine Wiederholung verspricht, das müsst ihr euch angucken, ne, bevor ihr da das Feuer der Begeisterung fangt, ne? Guckt es euch an. Weil es wird euch begeistern. Aber guckt, ob es
Es wird euch auf jeden Fall einen Kick in eurem Selbstwert geben, ne? Aber es ist halt wichtig zu gucken, ob das einfach nur ein, ja komm, ne? Dann machen wir das halt, ja, und dann sind wir bitte wieder fein, weil auch bei mir drückt hier die Energie der Gerechtigkeit rein. Oder, ne, ob das tatsächlich eine tatsächliche Veränderung ist, ne? Rückläufiger Merkur oder tatsächlich Zukunft. Hat sich tatsächlich was verändert? Weil es wird euch auf jeden Fall pushen, ne? Es wird euch auf jeden Fall in eurem Feuer pushen, in eurer Wertigkeit pushen. Ne? Es wird euch einen Auftrieb geben, Aufschwung geben. Und dann guckt aber, ne? Ist es hier das Ass der Kelche, ne? Oder ist es das? Ne? Sind es neue Gefühle? Ja, oder ist es eine Wiederholung von etwas, wo jemand einfach nur ganz genau weiß, ne, was muss ich sagen, was muss ich machen, damit hier Ruhe im Karton ist, ne? Weil ich habe hier einfach Halbmond, ne? Ich habe hier beides. Ja, ich habe hier einmal die Möglichkeit, ist auch die Unterseite hier, schaut mal, ne? Ist die 19, ne? Die Sonne. Hier. Ich habe hier etwas, was total erfolgsversprechend ist, ne? Total erfolgsversprechend. Nur positive Dinge, ja? Wo ihr, ne, im Grunde genommen einfach nur die Hände öffnen braucht, um diesen absolut heilenden, erfolgversprechenden Kelch zu empfangen. Ja, und dann fließt hier quasi ein neues Gefühl von Selbstwert in euch ein, was euch richtig pushen kann. Ne? Richtig, richtig pushen kann. Und dann haben wir aber eben auch das. Das ist so, als wenn das jemand aus der Vergangenheit merkt, ja, und etwas davon abhaben will. Ja, hier ein schlechtes Gewissen zeigt, ja, sich bei euch entschuldigt, euch ein Friedensangebot macht, ne, und das pusht euch auch nochmal, ne. Und dann guckt aber, ob sich tatsächlich was verändert hat. Ne, oder ob das hier ja sonst nur wieder, ne, für die Zeit des rückläufigen Merkurs, ne, für 6 Wochen eititeiti Sonnenschein ist, ne? Also ist das tatsächlich eine neue Gefühlsebene oder ist das nur, ich muss mein schlechtes Gewissen bereinigen, ne? Weil die Energien halt gerade da reindrücken und dieses Friedensangebot pusht deinen Selbstwert ja auch fürs Erste. Ja, fürs Erste haben wir dann hier eine neue Gefühlsebene, bis wir die dann eben wieder verlassen können, ne? Und dann hast du auch deinen Lerneffekt. Boah. Das guckt euch genau an. Das guckt euch genau an. Ja. Ansonsten, wenn er Unterstützung braucht, wisst ihr ja auch, wo er mich findet. Ne? So, was haben wir hier bei den lieben Erdzeichen?
Wunscherfüllung. Oh. Das beruht hier aber volle Lotze auf Gegenseitigkeit, ihr Hübschen. Erdzeichen, ihr seid geerdet genug, ihr seid da raus. Ihr seid aus diesen ganzen Dramen, die hier gerade laufen, raus. Wenn sie sich einlassen können. Ah, okay. Also, wenn ihr euch einlassen könnt, dann seid ihr aus den ganzen Dramen raus. Dann ist hier gegenseitige Wunscherfüllung und hier möchte die Schwingung, ja, ich möchte hier, ich sehe diesen Punkt, ne, diesen Punkt hier in der Mitte, sehe ich hier als Geborgenheit, ne, das ist wie so ein Nest. Und das möchte sich hier jetzt ausdehnen. Dieses Nest will immer größer werden, größer werden, größer werden, größer werden, größer werden, ja? Und das beruht auf Gegenseitigkeit. Aber zulassen und einlassen können ist hier die Devise. Ja, cool. Ja, hier schaut mal, ne? So. Also bei euch ist jetzt hier ganz kurz, kurzes und knappes Ende. Hier schaut mal, ne? Da, das sage ich auch, absolute Wunscherfüllung, ne? Absolute Wunscherfüllung vom Universum getragen. Hier, ne? Haben wir den, da haben wir den Stern, ne? Haben wir das Pentagramm, haben wir den Schutz. Ja, also auf dieser Verbindung hier liegt der Schutz des Universums, ne, und die Energien holen dich ab, nehmen dich mit, die entsprechen deiner Wunscherfüllung. Du darfst dich fallen lassen, fallen lassen. Lass dich fallen. Lass dich fallen. Ja, du darfst dich geborgen und gehalten und getragen fühlen und dehne dieses Gefühl aus. Es ist, du gibst, sendest eine heilsame Schwingung ins Erdfeld aus. Oh, wie schön ist das? Hier hat, oh, das ist so schön. Hier hat wirklich jemand das Gefühl, ja, endlich bei euch seinen, ihren Platz gefunden zu haben. Hier hat jemand das Gefühl, ich bekomme immer so diesen Satz rein, mehr geht nicht. Ihr seid hier für jemanden die totale Wunscherfüllung, ja. Und dieserjenige, welcher hat wirklich das Gefühl, bei euch endlich ankommen zu dürfen. Das ist wunder, 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 wunderschön. Hier, ne? Haben wir auch die Königin der Erde, ne? Ja. Oh. Hier kann ich mich fallen lassen. Ja, hier komme ich an. Mit dir möchte ich mein Reich kreieren. Du bist das Ein und das Alles für mich. Ich fühle mich bei dir so Wahlgesang, ne? Oh Gottchen. So getragen, so empfangen, so richtig. Es ist alles so richtig. Das ist total schön. No. Ja, hier Augen zu, Sternenhimmel gucken. Also ich glaube, die Woche wird bei euch echt romantisch. Diese Energien, ne, ach, der Stäbe, ist ja immer so energetische Botschaften, ne? Also das Fühlen, Wahrnehmen, ne? Geht ins Fühlen, ja, fühlt euch getragen, geborgen, fühlt euch miteinander. Ja, was soll ich, also ihr braucht mich die Woche nicht. Überhaupt nicht. Seid einfach, das reicht bei euch völlig aus.
einfach zu sein. Sternenhimmel, Sternenhimmel. Jetzt habe ich den ganzen Tag einen Ohrwurm für mich. Aber sehr, sehr schön. Ich freue mich wieder sehr, dass ich mit euch das Orakel schließen darf. Ihr gebt mir eine sehr, 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 sehr schöne und getragene Energie mit. Und ich hoffe, dass auch ihr diese Woche euch so fühlt, wie ich mich in eurem Element gerade fühle und kann euch reinen Gewissens damit entlassen. Ja. Und wenn was ist, wisst ihr ja auch, wo ihr mich findet. Bis dann. So, huh?